Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen im Namen des Berufsverbands Bildender Künstler München Oberbayern. Vorab möchte ich an unseren verstorbenen Vorsitzenden Klaus von Gaffron erinnern. Seiner Initiative haben wir diese Veranstaltung zu verdanken. Bis zu seinem Tod hat er am Gelingen dieses Projektes gearbeitet. Wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er unsere Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt hat. Und natürlich auch sehr traurig darüber, dass er selbst nicht mehr an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele von uns haben den Drang, alles behalten zu wollen. Und sie sind der Überzeugung, dass dieses Behalten auch von den Erben mitgetragen werden muss. Und daraus folgt ganz eindeutig, dass wir uns alle Gedanken machen müssen über die Art und Weise, wie Kunst heute produziert wird. Und so sehr wir den ideellen Wert eines Werkes hochhalten wollen, gerade in der abendländischen Tradition, so sehr steht uns aber die Frage nach dem Geldwert im Weg bei unseren Überlegungen mit den eigenen Nachlässen. Und gerade die Angehörigen sind oftmals befallen von der Idee, dass man alles zu Geld machen könnte. Und dass der Künstler und Künstler haben oftmals die Idee, dass man durch den Geldwert des Werkes den Erhalt des Werkes im Nachlassfalle sichern kann. Ich habe leider die Erfahrung und ich denke, dass dies nicht richtig ist. Und vieles spricht aus Erfahrungen dagegen. Und dennoch sind viele Kolleginnen und Kollegen nahezu besessen von der Idee, dass alles wertvoll ist und wertvoll sei und in die Zukunft getragen werden muss. Der mentale Prozess, sich dem Thema des Nachlasses zu nähern, muss ein steter und ständiger sein. Und in jedem Alter ist eine gesunde selbstkritische Reflexion vonnöten, wie der Künstler oder wie die Künstlerin sein Werk organisiert und dann in Folge natürlich auch entsprechend erhalten sehen will. Und hier sind Sie aufgefordert zu erzählen, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen und klären Sie, was Sie mit Ihren Angehörigen, mit Ihren Vertrauten in der Lage sind zu leisten. Und leisten ist dabei die entscheidende Vokabel. Nachlassarbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss geleistet werden. Und das gehört eben auch zu dem Thema der Eigenverantwortung. Wir müssen und können nur selbst entscheiden, zu Lebzeiten, was geschehen soll, welche Arbeiten sollen oder welche können erhalten werden. Und damit habe ich einen Begriff eingeführt, der entscheidend ist für den Umgang mit Künstlernachlässen. Es handelt sich um den Begriff des Kernkonvolutes. Und ein Kernkonvolut, das können auch, erschrecken Sie bitte nicht, das können auch nur 2 oder auch 5 Bilder sein. Das können auch 40 Bilder sein und eben nicht diese 4.000, die ich so oft bei vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen habe. Künstlernachlässe müssen der Versuch sein, Kunstwerke in die Zukunft zu sichern. Und wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, müssen wir beginnen, weitaus abstrakter zu denken, als es der unmittelbare Zugriff für einen selbst zu Lebzeiten oder für die Angehörigen der kommenden Generation es denn auch erlaubt. Und wenn wir über Künstlernachlässe sprechen, dann öffnen sich Zeitfenster, die einer Langzeitperspektive zugerechnet werden müssen. Dann geht es um Jahrzehnte, Jahrhunderte und eben nicht nur um die Sicherung in die nächste Generation hinein. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung geben wird, sondern es wird immer individuelle Lösungen für den Bereich der Künstlernachlässe geben. Gleichwohl muss man sich, wird man sich, und das wird auch fortgesetzt werden, dieser Diskussion nicht verschließen, nicht die Augen zumachen und sagen, da haben wir nichts mit zu tun, das ist uns zu riskant. Also wir werden uns natürlich mit dem Problem der Auswahl von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern immer beschäftigen müssen. Und da werden sicherlich auch manch einer
durch ein Raster fallen, wo man möglicherweise Jahrhunderte später sagen würde, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, dann sagen würde, schade, dass wir da nichts mehr davon haben. Also es wird auch immer eine Zeitgeisterscheinung sein. Das heißt also, diejenigen, die möglicherweise, und das ist auch eine Idee vielleicht, die solche Ethikkommissionen oder wie auch immer man die nennen mag, dann einrichten oder betreiben, dass die natürlich auch dem Zeitgeist unterliegen. Und ich habe das selber erlebt, als noch vor 40 Jahren in der Akademie wurden Dinge besprochen, die sind heute vielleicht gar nicht mehr relevant. Das heißt also, da sind auch Künstlerinnen und Künstler wichtig gewesen, die heute vielleicht gar niemand mehr kennt oder wie auch immer. Das heißt also, wir haben einen Wandel, aber man muss eben wahrscheinlich sich Gedanken darüber machen, wer befindet darüber, und dass dann der ein oder andere hinten runterfällt, damit müssen wir wahrscheinlich leben. Wenn ein Künstler oder eine Künstlerin, wie viel Kunstwerke er oder sie auch immer produziert hat, irgendwann sagt, Sie hatten sogar nur von zweien gesprochen, ich sage mal, das sind meine 20 wichtigsten. Und mit denen werde ich auch schauen, gibt es Museen, in die meine Arbeiten überhaupt hineinpassen? Also Museen sammeln ja nicht in die Breite, sondern sie sammeln in die Tiefe hinein. Und dann zu schauen, gibt es da eine Möglichkeit, dort in Kontakt zu kommen? Also auch die Idee des Vorlasses schon von Anfang an im Kopf zu haben. Das ist etwas, von dem ich glaube, dass es das Thema Nachlass wesentlich erleichtern würde. Denn Herr Zeidler hat vorhin zu Recht gesagt, auch diejenigen, die den Nachlass später bekommen, werden auch, das würde mir nicht anders gehen, aus ethischen Gründen sagen, da darf ich nichts von wegtun. Das ist ein Lebenswerk, da hat sich jemand sein Leben lang hineinbegeben. Das war sein Leben. Von daher glaube ich, dass die Entscheidung darüber, was ist von einem Lebenswerk, von meinem Lebenswerk wirklich etwas, was mir besonders wichtig ist, eigentlich nur durch den Künstler und die Künstlerin getroffen werden kann. Museum sind keine Nachlassverwaltungen. Museen sammeln das, was ihnen noch fehlt, wo es Lücken gibt und wo sie in die Tiefe gehen dabei. Also die Museen sind sicherlich bei der Nachlassverwaltung der falsche Ansprechpartner. Das Zweite ist, das hatte Herr Zeidler vorhin auch gesagt, die Schaffung von, ich muss ja auch fragen, was ist das Ziel, wenn ich einen Nachlass übernehme? Und er hat vorhin zu Recht gesagt, die Schaffung von Depots, das ist zu wenig. Etwas eingepackt zu lassen über Jahrzehnte in einem Depot, das bringt der Öffentlichkeit nichts, das bringt den Künstlerinnen und Künstlern nichts. In einem Land, denn die einzelnen Kommunen können das natürlich nicht stemmen, eine solche Beratungsstelle zu haben, wo Menschen, die einen Nachlass jetzt haben und wo der Künstler ihn eben nicht oder die Künstlerin nicht geordnet hat, zu sagen, es gibt die und die Möglichkeiten, angefangen von Brauweiler über Stiftungen, wie auch immer. Ich glaube, das würde schon ein Stückchen weiterhelfen auch, wenn es sowas landesweit gäbe, wo man einfach Informationen sich einholen kann von Fachleuten, die sagen, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt. Die werden auch nicht jedes Mal eine Lösung haben, aber die können ein Stückchen Sicherheit sicherlich mitgeben. Und das wäre ein möglicher Weg, wie man auf Landesebene sowas regeln kann. Natürlich fahre ich lieber über eine schlechte Straße in ein gutes Museum als umgekehrt. Und das bedeutet, natürlich muss man schauen, wofür setzt man das Geld, was in einem Land oder in einer Stadt vorhanden ist, ein. Und wenn wir das kulturelle Erbe nicht achten, dann werden wir, das hört sich sehr pathetisch an, aber es ist meine wirkliche Meinung, dann werden wir eine gute Zukunft nicht gestalten können. Da bin ich mir ganz sicher. Und das, was hier geschaffen wird, ist ein kulturelles Erbe. Und ohne dieses werden wir Gegenwart und Zukunft keineswegs gestalten können. Bodo Marquardt hat gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Und das ist ein so klarer, entscheidender und guter Satz, der für alle Bereiche gilt. Ich denke, wir sind am Beginn darüber zu diskutieren, was mit der Menge an Kunstwerken, die glücklicherweise, betont das, geschaffen worden sind, was mit denen alles geschehen soll. Bislang verhandeln wir Kunst immer oder die Verbreitung von Kunst immer
zumeist über den Kunstmarkt. Das heißt, es ist ein Angebot, es wird verkauft oder es wird nicht verkauft. Das heißt, es wird viel verkauft, es ist viel zu sehen oder es ist gar nicht zu sehen. Die Museen sind gar nicht in der Lage, diese Nachlässe oder diese Mengen aufzunehmen. Es ist auch nicht ihre primäre Aufgabe. Und sie sperren sich mehr und mehr. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die an Museen gegangen sind und die Museen werfen irgendwie die Arme nach oben und sagen, Kinder, wir haben gar keinen Platz. Das heißt also, wir werden über neue Orte, über neue Gestaltung, über neue Wege uns Gedanken machen. Und ich bin dankbar darüber, dass das Problem der Künstlernachlasse sozusagen diese Diskussion eröffnet. Die Frage, wenn man neue Wege sucht, ja, Kunst zu zeigen aus den Nachlässen, ja, könnte die öffentliche Hand besser unterstützen, damit nicht nur Leute, die damit Geschäfte machen wollen, wieder am Ende im Zuge sind? Ja, natürlich. Neue Orte zu finden, an denen die Kunst jenseits ihres Marktwertes, Sie hatten das Thema auch vorhin angesprochen, sondern ihres Eigenwertes gezeigt wird, da kann sicherlich Verwaltung, Politik helfen. Ich sage ein ganz konkretes Beispiel, ganz einfach. Kollegen von mir, also aus dem Kulturreferat, haben vor einem Jahr unter dem Titel I Art My Office so etwas gemacht, quer durchs Rathaus. Neue Orte, Orte, an denen ich mich die meiste Zeit meines Arbeitslebens aufhalte, als Ausstellungsorte auch zu nutzen und es dann wieder umzuwechseln und so weiter. Und da kann natürlich Verwaltung sicherlich auch beratend tätig sein. Wie geht sowas? Wie stellt man denn die Kontakte zu den Künstlern her, wenn die es denn wollen überhaupt dabei? Ja, da kann man helfen. Schönes Schlusswort, fanden Sie auch? Ich könnte fast sagen, ein Idealfall von einem Künstler vor und Nachlass. Denn Kurt Benning hatte auch die Möglichkeit, in diese Stiftung eine Immobilie einzubringen, die er selber geerbt hatte, die aus Mieterträgen, die nicht immens hoch sind, in Zukunft die Arbeit dieser Stiftung ermöglichen wird. Und damit sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Punkt, dass eine Stiftung ja eine finanzielle Basis hat. Und je besser diese finanzielle Basis ist, desto einfacher ist es eben auch, einen Nachlass zu pflegen und zu bewahren. Bei Kurt Benning ist es so gewesen, dass er sicher auch aus der familiären Situation heraus sich dazu entschlossen hat, diese Stiftung einzurichten, weil diejenige, der er das alles hätte aufbürden können, nämlich seine erst spät auf die Welt gekommene, also oder in Kurt Bennings Leben gekommene Tochter, wollte er damit nicht belasten. Und hat eben insofern alle familiären Verbindungen, die ein Künstlernachlass haben könnte, neutralisiert und die Stiftung zu seiner Nachfolgepersona sozusagen gemacht. Ich würde jetzt auch als These hier in den Raum stellen wollen, das ist dann vielleicht wieder meine Sicht als Museumsmensch oder auch als Kunsthistoriker, dass ein wesentlicher Aspekt eines künstlerischen Werkes schon auch ist, dass es in der Welt ist, dass es bei Leuten in deren privaten Lebensumfeld ist, mit anderen Worten, dass es gekauft wird, dass es aufgehängt wird oder hingestellt wird, dass es im öffentlichen Raum erlebbar ist, je nachdem, wie und in welchen Medien ein Künstler arbeitet. Und aus meiner Beobachtung als Museumsmann, ein wichtiger Aspekt eines künstlerischen Nachlebens, ein wichtiger Aspekt, nicht der, ist durchaus auch, dass ein Werk weiterhin an einem Kunstmarkt präsent ist. Es gehört eigentlich dieser Aspekt mit dazu und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Formen von Stiftungen und es heißt nicht, dass wenn etwas in einer Stiftung ist, dass es für immer und alle Zeiten unveräußerlich und in dieser Form erhalten bleiben muss. Das ist beim Museumsbestand so und das ist auch gut so, finde ich. Aber eine Stiftung kann durchaus ja auch ihren Zweck darin erfüllen, dass sie die Dinge unter die Leute bringt, sei es an Museen, wäre natürlich der Idealfall, oder eben an Leute, die sich so sehr dafür begeistern, dass sie ihr Bestes hergeben, nämlich das Geld. Und es gibt ja sogar Stiftungen, eine Stiftungsform, sie nennt sich Verbrauchsstiftung, die darauf angelegt ist, dass sie ihren Zweck daran erfüllt, dass etwas eben aufgebraucht wird. Also dass ein künstlerisches Werk abverkauft wird und dann hat die Stiftung ihren Zweck erfüllt. Ob das wirklich die optimale Lösung für ein künstlerisches Nachleben ist, sei dann auch wieder zur Diskussion gestellt, aber zumindest möchte ich es ansprechen, weil wir eben jetzt auch vor der Frage stehen in dieser Kurt-Benning-Stiftung, ob wir nicht auch noch eben Geld generieren können,
neben diesem Grunderhalt durch die Immobilie, das dann wiederum eine bessere Erschließung des Werkes ermöglicht, wenn wir eben Werke von Kurt Benning verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, es wäre ganz wichtig anzuregen, dass man eine eigenständige Stiftung aufstellen kann. Das hatte Herr Küppers ja auch schon mit der Landesstelle angesprochen, die allerdings eine Behörde ist, aber eine eigenständige Stiftung aufstellen kann, die mit einem Stiftungskapital ausgestattet wird. Und da wären dann wieder die vielen wohlhabenden Leute in München vielleicht gefordert, wie das damals bei der Pinakothek der Moderne auch der Fall war, die es möglich macht, Künstlernachlässen ein Dach zu bieten. Und dann müsste man natürlich, das wäre dann wieder das Modell Brauweiler, jemand wie den Herrn über die bayerischen Schlösser, also sprich Herrn Söder, dafür gewinnen, ob er nicht irgendwo Remisen hat, die sich doch herrichten lassen, dass man das Ganze dort unterbringen kann. Man muss Visionen entwickeln, ganz im Gegensatz zu Helmut Schmidt. Sonst geht nichts voran. Und mit dieser Vision einer bayerischen Stiftungsstiftung oder Künstlernachlassstiftung möchte ich dann jetzt hier enden und das Wort zurückgeben. Wir haben Kunst gelebt und erlebt und deshalb haben wir uns auch entschieden, uns um sein Erbe zu kümmern. Er ist leider dann trotzdem für uns sehr plötzlich verstorben, sodass wir keine testamentarische Entscheidung uns abgenommen war. Er war ein Künstler, der viel weniger Zeit zum Malen hatte, als er gerne gehabt hätte, weil er eben bei Siemens Bauschaltpläne zeichnen musste und hat deshalb auch sich wirklich auf seine Bilder konzentriert und das, was vorhin Herr Zeitlach angesprochen hat, mit Katalogisierung oder sonstigen Dingen hat er sich nicht abgegeben. Er hat zwar ganz genau gewusst, in welcher Mappe, an welcher Stelle in unserer Wohnung meinetwegen das Aquarell von Elba zu finden ist, aber wir haben es nicht gewusst und er hat es auch nicht aufgeschrieben. Insofern ist das, was wir zu tun hatten, schon ein Riesenaufwand. Aber wir tun es gerne, wir tun es auch mit einem gewissen Pioniergeist, mit einem das ist ein richtiges Suchspiel, wenn man die ganzen Aquarelle von früher durchsieht. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir davon etwas wegschmeißen, aber wir wissen, dass wir es tun müssen. Und wir wissen auch, dass er uns nicht beleidigt wäre, wenn wir es tun würden, weil wir das, was er sich unbedingt gewünscht hat, nämlich machen, wir leben nach wie vor mit seiner Kunst. Wir haben eben nicht vor, die Bilder möglichst zu verkaufen, damit ein großer oder kleiner Wert entsteht, sondern wir haben die Hoffnung, dass seine Relevanz im kunsthistorischen Bereich wirklich auch erkannt wird. Und ich bin sehr dankbar, dass er heute ein Ausgewählter ist und dass Professor Kühne über ihn geschrieben hat, dass es eben einen Wert gibt, der als Kulturgut bezeichnet werden muss. Das ist mit Sicherheit uns wichtiger, als daraus irgendein Kapital zu schlagen. Ich glaube, das ist das, wovor sich die Künstler am meisten fürchten müssten, dass es zufällig ist, was mit ihrem Werk passiert. Und das Kulturgut dem Zufall zu überlassen, halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung. Deshalb finde ich so ein Symposium und hoffentlich dann auch die Ergebnisse des Symposiums nicht nur wichtig für die, die sich heute schon damit befassen, sondern für diejenigen, vorhin über die Studenten gesprochen worden, es muss ein selbstverständlicher Bestandteil von Kultur sein, sich auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und er muss schnell zugänglich sein. Als Landesverband Bildende Kunst in Sachsen machen wir uns für eine lebendige Kunst- und Kulturlandschaft stark. Lebendig sein heißt hier, dass wir als Fachverband daran mitwirken, strukturelle Bedingungen anzuregen und zu begleiten, damit bildende Kunst in ihren verschiedenen Spielarten nachhaltig den Weg in die Öffentlichkeit, heißt Gesellschaft findet und dort im Sinne eines demokratisch-pluralistischen Geistes wirken kann.
Letztendlich haben die Bemühungen dazu geführt, dass die Nachlassproblematik als kulturpolitisches Thema ernst genommen wurde, sodass im aktuellen Koalitionsvertrag der sächsischen Staatsregierung für die Legislaturperiode 2014 bis 2019 der Auftrag zur Erarbeitung einer Standortkonzeption für die Sicherung von Vor- und Nachlässen sowie der Aufbau einer Datenbank sächsischer Künstler erteilt wurde. In der ca. 100 Seiten starken Konzeption, ich habe sie hier einfach mal mitgebracht, so sieht das aus, nicht besonders hübsch auf Umweltpapier gedruckt, aber sehr funktional und inhaltlich ziemlich gut durchgearbeitet, haben wir eine Bedarfsanalyse erarbeitet, sind auf Fragen und Möglichkeiten zu einer realisierbaren und nachhaltigen Datenbankperspektive eingegangen, haben auf bereits existierende Nachlassmodelle verwiesen, sowohl in Sachsen als auch Modelle, die im Bundesgebiet vorhanden sind, haben mehrere Standortvarianten ins Visier genommen, wenn es darum geht, auch den physischen Nachlass zu sichern, haben Ideen zur möglichen Rechtsform eines Nachlasszentrums mit aufgenommen und mithilfe der Stiftung für Kunst und Kultur der Oberlausitz für den Standort Schloss Königshain eine Machbarkeitsstudie entwickelt, die sowohl zu baulichen wie betriebswirtschaftlichen Komponenten Aussagen trifft. Die Antworten, die wir von den Künstlerinnen und Künstlern erhielten, verdeutlichen, dass der künstlerische Nachlass aus Schöpferperspektive zwar als humanistisches Erbe betrachtet wird, für dessen Pflege man durchaus eine gesellschaftliche Verantwortung sieht. Jedoch sehen die Kolleginnen und Kollegen sich selbst genauso in der Pflicht, eigenverantwortlich zu agieren, damit der Nachlass eben nicht zur Plage sozusagen der Erben wird. Über den Umgang mit den Arbeiten, die als erhaltenswert eingestuft werden, und hier herrscht auch bei Künstlern durchaus die reale Einschätzung, dass dies noch nur ein Bruchteil des Lebenswerkes im Sinne eines Kernkonvoluts sein kann, wünscht man sich von Künstlerseite, dass diese nicht in dunklen Depots verschwinden, sondern von den Gedächtnisinstitutionen als aktives Kapital behandelt werden. Ziele der Nachlass- und der Werkverzeichnisdatenbank sind für uns die Darstellung des bildkünstlerischen Werkes in Sachsens und die digitale Sicherung des Werkbestandes. Die Werkdatenbank funktioniert webbasiert, das heißt, die Künstler melden sich bei uns und bekommen ein Login gegen eine geringe Gebühr und können dann eigenverantwortlich ihre Daten einpflegen. Wer jetzt glaubt, das ist doch nicht machbar, das muss super kompliziert sein, also diese Datenbank, die wir erworben haben, die ist sehr schnell eingängig. Also wir geben als Landesverband Support dahingehend, also dass wir Schulungen durchführen für interessierte Künstlerinnen und Künstler und dass wir in unseren Regionalverbänden auch Tutoren und Koordinatoren haben. Und die Tutoren gehen dann mit Kamera, Laptop zu diesen Kolleginnen und Kollegen hin und nehmen zumindest Teile des Werkes schon mal auf und pflegen dann dieses Werk auch in die Datenbank ein. Perspektivisch ist es angedacht, die Datenbank über die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek zu betreiben. Die betreibt schon die Deutsche Fotothek. Und auch dieser Prozess wird jetzt seitens des Ministeriums sehr unterstützt, denn wir wollen einfach sicherstellen, dass diese Datenbank den Koalitionsvertrag überdauert sozusagen und eben auch so weit in die Zukunft hinein abrufbar und nutzbar ist für Forscherseite, aber eben auch für Künstlerseite, die zu nutzen. Wenn es um die Auswahl der Werke geht, bedarf es ausgewogen und multiperspektivisch zusammengesetzter Expertengremien, zu denen neben Kunsthistorikern und Theoretikern genauso die bildenden Künstler gehören müssen. Die Künstlerperspektive und die des Kunsttheoretikers, die gehen nicht immer miteinander Hand in Hand. Aber die unterschiedlichen Sichtweisen können sich durchaus zu einem stimmigen Gesamtbild verdichten. Vor diesem Hintergrund werde ich auch nicht müde zu betonen, dass es eben schwierig sein dürfte, eine Werkauswahl lediglich anhand einer digitalen Datenbank zu treffen, sondern dass es wünschenswert und eigentlich zielführend ist, also Künstler auch zu Lebzeiten in ihren Ateliers zu besuchen, um überhaupt ein Gefühl für die Arbeiten zu bekommen und sich ein eigenes Bild machen zu können von dem originalen Kunstwerk. Und herauskristallisierte sich
Perspektive 2. Also ich habe da nicht daran geglaubt, an dem Vormittag, dass wir da wirklich so weit kommen können. Aber diese Perspektive 2, das heißt erstmal eine Beratungsfunktion, dann Förderinstrumente schaffen und dann an ein Interimsdepot zu denken für die dringenden Nachlassfälle, um die aufnehmen zu können, ist jetzt erstmal das Modell, an dem wir sozusagen weiterarbeiten. Es muss nicht die Pinakothek sein, es muss nicht das Albertinum sein. Es gibt auch sehr gute, hervorragende regionale Museen, in denen künstlerische Arbeiten gut platziert sind. Und auch dafür brauchen wir so eine Beratungsstelle, um wirklich den Kontakt auch herzustellen. Denn daran mangelt es natürlich. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die rufen an in Museen und die Museen winken ab. Die sagen, wir können die Arbeiten nicht aufnehmen. Und das ist auch im Moment nicht deren Aufgabe. Und diese Lücke, die müssen wir schließen. Und ich glaube, das ist auch zumindest in unserem Ministerium angekommen, dass es Sinn macht, hier auch Geld zu investieren. Wir sind nämlich der Meinung, dass, oder ich jetzt auch, aber ich darf das jetzt im Sinne auch des Bundesverbandes vielleicht sprechen, dass gute Konzepte zur Nachlassbewahrung längst hinreichend vorliegen. Jedoch werden bereits bewährte Formate im Umgang mit Künstlernachlässen bedauerlicherweise bisher in nur wenigen Bundesländern, weil unter erschwerten Bedingungen, aber dennoch sehr erfolgreich praktiziert. Und ich hoffe, dass Ihre Region auch bald dazugehören wird. Die Fragestellung muss sich meines Erachtens vielmehr dahingehend erweitern, Perspektiven für nachlassbewahrende Institutionen zu diskutieren und daran vor allem auch kulturpolitische Vertreter aus Bund und Ländern zu beteiligen. Denn bislang sind bis auf wenige Ausnahmen alle Künstlernachlassinitiativen als Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements zu verstehen. Und das meinte ich eben auch mit den erschwerten Bedingungen. Diese Institutionen arbeiten meistens ohne öffentliche Förderung, sind weitgehend angewiesen auf private oder privatwirtschaftliche Unterstützung und leisten eben trotzdem Beachtliches für den Erhalt eines reichen, vielfältigen, vor allen Dingen auch künstlerisch-kulturellen Erbes. Der Vereinszweck liegt in der Förderung von Kunst, der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten, der Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, die ihren Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in Hamburg und ich muss auch sagen, respektive Norddeutschland haben, weil als wir damit gestartet sind, gab es in der Region noch gar nichts und sobald bekannt wurde, dass es uns gab, kamen sie sozusagen aus allen Löchern gekrochen. Von Anfang an bot das Forumskonzept einen strukturellen Rahmen, der auch in anderen Regionen Deutschlands an die jeweils dort herrschenden Voraussetzungen angepasst, somit auch modifizierbar zur Anwendung kommen kann. Mit seinen vielfältigen Zielen, die ich hier grob zusammengefasst habe, künstlerische Nachlässe zu sichern, aufzuarbeiten und zu publizieren und vor allen Dingen auch in den öffentlichen Ausstellungs- und Leihverkehr wieder einzupflegen, verknüpft das Forum die Arbeitsfelder Archiv, Ausstellungshaus, Forschung und Informationsstelle. Für den ersten Schritt einer digitalen Erschließung und öffentlichen Sichtbarmachung dieses ganzen Materials hat sich das Forum der Internetdatenbank DigiKult angeschlossen und agiert auf diese Weise in einem weitreichenden Verbundsystem mit Kunstmuseen und kulturbewahrenden Institutionen aus ganz Deutschland zur Archivierung von Kunst- und Kulturobjekten. Und dadurch erweist sich meines Erachtens auch gerade das Forumskonzept als zukunftsweisend und bestandsfähig. Es ist inhaltlich und strukturell ausgereift und wird auch seit Jahren nun in Hamburg erfolgreich und auch länderübergreifend praktiziert. Es möchte nicht ein totes Archiv am Rande der Stadt sein, wo ein weiteres Mal das Vergessen befördert wird, sondern ein lebendiges Forum mit einem gut geführten Kernstandsdepot. Denn vor diesem Hintergrund im Kleinen, wie ich ihn am Forum kurz skizziert habe, liegt der Schritt zum Großen nahe und damit ist eben die Gründung des Bundesverbandes Künstlernachlässe gemeint, welche ebenfalls nach langer Vorarbeit im ersten Quartal diesen Jahres erfolgen konnte. Erfreulicherweise haben es sich mittlerweile zahlreiche Vereine, Stiftungen und private Initiativen in Deutschland zur Aufgabe gemacht, regionale Künstlernachlässe zu sichern, zu erhalten und zu ihrer Veröffentlichung bzw. Erforschung beizutragen. Der Bundesverband ist also ein Zusammenschluss regionaler Künstlernachlassinitiativen mit Sitz in Berlin. Als unabhängiger Dachverband vertritt er die kulturpolitischen Belange der regionalen Künstlernachlassinitiativen, die sich eben dem Bewahren, Erfassen und Pflegen der Nachlässe bildender Künstlerinnen und Künstler widmen. Er koordiniert und vernetzt die Interessen der Initiativen. Er begleitet kulturpolitische Prozesse auf Länder- und Bundesebene.
Kulturelles Erbe kann nur erforscht und erlebt werden, wenn seine Produktion und seine Bewahrung gefördert werden. Nicht nur die Künstlerförderung im Sinne der Vorsorge zu produktiven Lebzeiten, das ja auch sehr wichtig ist durch verschiedene Möglichkeiten, sondern auch die Kunstwerkerhaltung eben im Sinne der posthumen Nachsorge müssen in kulturpolitische Überlegungen unserer Meinung nach einbezogen werden. Frau Jane, Sie haben ja nun schon wirklich sehr lange Erfahrung mit dem Forum in Hamburg, also 2003 gegründet, da noch ein Vorlauf dazu, 17 Jahre im Prinzip schon. Welche Fehler haben Sie gemacht, vor die Sie alle, die jetzt auch weiterarbeiten in dieser Richtung, bewahren möchten? Also Hauptfehler ist der Gedanke, alles aufheben zu können. Die Erfahrung haben wir also sehr schnell gemacht. Ich würde sagen, nach 2 Jahren haben wir es schon verstanden tatsächlich. Die erste Begeisterung, und alles nehmen und sichten und so. Nicht nur, also die Begeisterung ist natürlich trotzdem um das Material da, aber man muss leider da wirklich gesunden Pragmatismus walten lassen und irgendwann sagen, deswegen ist ja auch das Wort Kernbestandsdepot, das entscheidende Wort. Das ist, glaube ich, der Hauptfehler gewesen, den wir ganz am Anfang, Gott sei Dank, gemerkt und jetzt seitdem auch nicht mehr machen. Im Nachhinein muss man sich auch nochmal sagen, und da wäre auch so ein bisschen die Skepsis in Bezug auf diese Datenbankgeschichten, ist die Fokussierung und Konzentration auch eine Möglichkeit, sich dann intensiv damit zu beschäftigen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt einer 3.000 oder 5.000 Sachen einpflegt, wer guckt sich das noch an? Und da haben wir natürlich dann jetzt den Finger drauf, weil wir eben versuchen, einen Kernbestand, sicher werden auch Fehler gemacht, das will ich gar nicht ausschließen, aber einen Kernbestand zu sichern, mit dem es dann auch Freude macht, danach arbeiten zu können, ihn dann wieder sichtbar machen zu können, weil es auch über eine Überschaubarkeit hat und der möglichst auch repräsentativ das Oeuvre wiederzugeben vermag. Das ist unser Wunsch. Als Max Bresele im Jahr 1998 54-jährig an einem Darmtumor starb, hinterließ das wildbärtige Szene-Original, dessen praktischer Überlegenskampf dem ideellen Künstlerimage nicht immer Glanz gebracht hatte, der Nachwelt ein beeindruckendes Werk von rund 1000 Exponaten, von Objekten, Gemälden, Filmen, Büchern, Möbeln, die seit Anfang der 1980er Jahre entstanden waren. Sie lagerten in Breseles ländlich primitivem Wohn- und Arbeitsraum, einem kleinen Stall- und Scheunengebäude in Uckersdorf nahe Schwandorf und dem im Anti-Atom-Kontext berühmt gewordenen Wackersdorf. Und hinter dem Haus war ein Container der Schwandorfer Müllverbrennungsanlage geparkt, der bedeutete, dass man amtlicherseits die Nachlassproblematik auf thermischer Wertschöpfungsebene lösen wollte und würde, wenn es nicht zu einer solchen Intervention durch waghalsig weltfremde Idealisten kommen würde, von denen man in der Geschichte immer wieder hört. In Vereinbarung mit dem Nachlassgericht Schwandorf, Zweigstelle Oberviechtach, erhielt der Kunstverein Weiden, kurz KV jetzt hier genannt, den gesamten Nachlass, den sonst niemand wollte. Die Herkunftsfamilie nicht und der Bezirk Oberpfalz nicht. In Ermangelung der entsprechenden Infrastruktur, die einem Haben und Bewahren wollen der regionalen Kunstgeschichte praktische Gestalt hätte geben können. Der Deal mit der amtlichen Nachlassverwaltung bestand darin, dass der KV Breseles Arbeiten ausstellerisch und galeristisch verwenden durfte, wobei ein bestimmter Prozentsatz vom Erlös an das Amt zurückgehen sollte. Der rührige Künstler hatte seine Kunst, deren Anarchismus und Recyclingcharakter mit dem ökologischen Geist der Zeit voll vom Konform ging, zu Lebzeiten sehr wohl an den Mann bringen können. Und es gab für diese ja auch radikal gelebte Kunst einen Interessentenkreis quer durch den deutschsprachigen Raum, der den dadaistisch orakelnden Vertreter einer kompromisslosen antikapitalistischen Auffassung von der Kunst als Lebensform schätzte und sich von ihm beeindrucken ließ. Seit dem Jahr 2017 ist der Name Kunstverein Weiden mit dem Zusatz verbunden Museum Max Bresele.
Hinter dem vollen Klang dieser Formulierung steckt im Konkreten die dauerhaft museale Verwendung von zwei kleinen Lagerräumen in den Räumen des KV, die beide zusammen vielleicht insgesamt 70 Quadratmeter umfassen. Und dazu kommt, wie bisher, das Lager in einer Scheune nahe Weiden, das dringend umgebaut werden müsste. Damit hat der Nachlass Bresele eine funktionsfähige Form gefunden. Aber die Geschichte noch lange kein glückliches Ende. Denn die Zukunft des KV, dessen Struktur das Museum Bresele als Teil des Geschäftsbetriebs einschließt, ist personell und finanziell unsicher. Der KV hat alljährlich beträchtliche Finanzierungshürden zu überwinden und kann nur bedingt auf eine ständig verfügbare Mitarbeiterschaft zurückgreifen. Eigenwilligkeit, Hartnäckigkeit und Widerborstigkeit, die den Oberpfälzer in den 1980er Jahren in die Lage versetzt haben, seine Region zum Demokratieübungsplatz gegen den atomaren Fortschrittsfehlgriff der Regierung auszuweisen, sind solche Herkunftsmomente, die jetzt nur durch die Träume wandern und ihre aktuelle Wachform suchen. Die Betrachtung eines Nachlasses als isolierte Ansammlung schöner Kunstwerke kann seine Freunde finden, die die Lebensdauer verlängern und dem Wandel des Kunstbegriffs und der künstlerischen Werthaftigkeit trotzen helfen. Unserer Auffassung nach aber sind die Freunde der reinen Kunst gut beraten, wenn sie sich darum bemühen, ein künstlerisches Werk auch als Schnittstelle unterschiedlicher gesellschaftlich relevanter Diskurse wissenschaftlich und pragmatisch zu verorten, die Interessen langfristig und weitreichender binden können und die auch dann noch, wenn der Hype vorbei ist, mittels ihrer Interessantheit tragen. Deshalb müssen Sie sich alle fragen, das ist schön, dass ich mit Ihnen persönlich reden kann, was wollen Sie? Also darüber müssen wir nachher mal ein bisschen reden. Also was soll dieser Nachlass machen? Was wollen Sie? Dann kann ich natürlich meinen Ratschlag gleich vorverlagern und sagen, super, weil ich habe ja Sie gerade gefragt, haben Sie sich schon Gedanken gemacht? Wenn Sie das tun, ist der Anfang schon mal gelegt. Das ist ganz hervorragend. Also Gedanken zu machen, was will ich mit meinem Oeuvre und wie gehe ich damit um und wie sichere ich das in die Zukunft? Da gibt es natürlich die vier klassischen Säulen, Ausstellung, Verkauf, kunstwissenschaftlicher Dialog und das Andenken bewahren. Wobei Andenken bewahren bitte nicht despektierlich gemeint ist, sondern Andenken bewahren bedeutet in vielen Fällen ja auch, dass aus dem Andenken eine richtige Wahrnehmung werden kann. Viele Künstlerbiografien postmortal zeigen ja, das ist ja das Perverse, das wissen Sie selbst, dass am Kunstmarkt der Preis eines Künstlers bei Otto Pine, war, fand ich verrückt, also Otto Pine war schon immer nicht billig, ja. Dann ist er gestorben und dann warm. Ja, plötzlich waren die Preise völlig durch. Also eine verrückte Entwicklung. Niemand kennt die Werke besser als sie selber. Ja? Aber ich weiß, viele Künstler haben da auch eine gewisse Zurückhaltung, sozusagen mit einem Schulterblick über sich selbst zu schauen und zu sagen, oh, ich mache jetzt so eine Art hier Werksverzeichnis oder eine Aufstellung. Das würde es natürlich allen in der Zukunft wahnsinnig erleichtern, wenn Sie schon sagen, was Sie sind und was Wolfgang Beltracchi ist. Ja? Also das ist sehr wichtig. Also eine Sicherung, Inventarisierung des Oeuvre. Also ein ganz großer Tipp, steht übrigens nicht in dem Buch drin, ist mir nur gekommen. Der große Tipp ist, das nicht erst später zu machen, nach dem Ableben, sondern das sollte der Künstler selber bitte machen. Das ist ganz wichtig. Dann ist die Frage, wie kann sich ein Nachlass finanzieren? Natürlich durch Verkäufe von Werken, durch eben die Verwertung und Nutzungsrechte, dann bei, in manchen Fällen natürlich auch durch posthume Reproduktionen. Folgerecht habe ich erwähnt. Und dann natürlich die Frage, wie kann ich den Nachlass überhaupt präsentieren? Und auch da glaube ich, können wir aber später auch nochmal darüber diskutieren, wäre es toll, wenn wir in Bayern wirklich große, große Räumlichkeiten hätten. Ich denke da wirklich an ein Schloss und es gibt genug Schlösser in Bayern, wo es viele, viele Räume gibt und wo man ein Museum, ein bayerisches Künstlermuseum errichten könnte, wo unter dem Arbeitstitel Stiftung Kunsterbe Bayern ganz viele Künstlernachlässe ein Zuhause finden könnten. Sie müssen bitte, bitte prüfen, haben Sie Leute, die das für Sie machen können? Das können Ihre Erben sein, das können aber auch Freunde sein. Ja? Aber die Freunde sollten Sie wahrscheinlich dann auch mit ein bisschen was ausstatten, damit die auch Lust haben, was für Sie zu tun. Also privat ist, dass man es selbst tut.
Ja? Institutionalisiert ist, dass man eine eigene rechtlich selbstständige Vermögensmasse schafft. Der klassische Fall einer rechtlich selbstständigen Vermögensmasse ist die, kennen Sie, Stiftung. Stiftung gibt es in vielen verschiedenen Formen und Spielarten. Es gibt die klassische Stiftung, das ist dann tatsächlich so, das kapiert der Stifter dann meistens gar nicht so. Dann kommt er zu mir und sagt, ja, ich möchte eine Stiftung machen, aber ich nehme die Sachen wieder raus. Dann sage ich, nee, das geht nicht. Also wenn Sie die Sachen in den Grundstock Ihrer Stiftung hineingebracht haben, gilt der Grundsatz, das ist eine rechtlich selbstständige Vermögensmasse und man darf nur für unter bestimmten Gründen, man nennt es Vermögensumschichtung, darf man mal einen Teil, auch zum Beispiel Kunstwerke verkaufen, ja, um zum Beispiel Projekte zu finanzieren. Ich mache kein Geheimnis draus, Kunststiftungen sind in meinen Augen zurzeit viel besser als jede Kapitalstiftung. Ich sage Ihnen warum, das wissen Sie selbst. Das Zinsniveau ist eine einzige Katastrophe. Ja? Das heißt, Stiftungen sind zurzeit in einem großen Existenzkampf in ganz Deutschland. Da muss man nichts vormachen. Deswegen, wenn Stiftungen über Sachmittel verfügt, die sie umschichten kann, mit denen sie auch Geld machen kann, ist es natürlich viel besser als Stiftungen, die zwar Millionen auf dem Konto haben, aber mit 1% Zins werden sie vielleicht gerade mal ein paar Brezeln vorne in der Jahresversammlung auslegen können und das war's dann. Aber sie können nicht wirklich arbeiten. Also wie gesagt, meine Bitte, machen Sie eine Liste oder machen Sie eine Aufstellung Ihrer Werke. Vielleicht strukturieren Sie sie selbst auch als Künstler nach Ihren Schaffensphasen. Die Kunstgeschichte wird es Ihnen danken, deswegen wirklich große Bitte, machen Sie das. Ein einzelner Künstlernachlass kostet das war wirklich ganz nach unten gegriffen, ab 50.000 Euro. Wenn Sie diesen Künstlernachlass so ernst nehmen, dass Sie sagen, okay, da ist ein Kurator da, da macht jemand was. Da gibt es Ausstellungen, da gibt es Austausch, da gibt es Austausch mit anderen Nachlässen, da gibt es Symposien, da werden die Dinge besprochen. Das heißt, sobald ein Mensch da reingeht, der das nicht sozusagen für Gottes Liebe und für Luft und Liebe macht, kostet jeder Künstlernachlass schon sehr viel Geld. Hat aber natürlich dann schon wieder bei meiner Anregung einer gemeinsamen Stiftung den Riesenreiz, dass wenn man ein, zwei tolle Leute hat, die mehrere Nachlässe verwalten, dann hauptamtlich und in Vollzeit, dass die das natürlich mit sehr viel Verstand und Einfühlungsvermögen gut machen können und auch mehrere Nachlässe verwalten können, nicht nur ein oder zwei, sondern ich rede hier schon von 30, 40 oder noch mehr, je nachdem, wie das aufgesetzt ist, aber dann steigt natürlich auch der personelle Aufwand. Wenn es ein größerer Nachlass ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Rat, wenn der schon was wert ist, ja, und schon ordentlich die Erbschaftssteuer reinhaut. Also spätestens dann würde es eigentlich Sinn machen, wenn man weiß, aha, da ist zum Beispiel schon ein Nachlass da mit dem Wert von, sagen wir doch mal, 200.000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld, 200.000 Euro. Dann ist es je nach Situation so, dass die Erbschaftssteuer bis zu 50% betragen kann, wenn der Nachlass nicht gestaltet und gesichert ist. In dem Fall will heißen, wenn der Nachlass nicht entweder zum Beispiel auch wieder in eine gemeinnützige Einheit untergebracht ist, das kann man zur Beruhigung binnen einen Jahres nach Tod machen. Auch die Erben haben ein Jahr lang Zeit, Dinge gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, hier den kulturellen Zwecken. Das heißt, wenn Sie jemanden was schenken, ganz wichtig, denn den Fehler hat leider mein Mandant Cornelius Gurlitt auch gemacht, als er seine Sammlung dem Kunstmuseum gab. Wenn Sie jemanden was schenken und wenn Sie die Kontrolle haben wollen, was er damit tun soll, dann müssen Sie natürlich in Ihrem Testament Auflagen reinschreiben. Das heißt, Sie können dann zum Beispiel auch einen Testamentsvollstrecker benennen, der dann auch brav kontrolliert, ob Sie sich Ihrer Beschenkung auch als würdig erweisen und die Sache dann auch so machen. Aber ich würde dann immer mit dem Beglückten vorher schon reden. Das hat Herr Gurlitt bei Bern tatsächlich auch nicht gemacht. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist immer gut, das zu Lebzeiten alles mit denen zu regeln dann auch. Also ich kann nur davor warnen, wenn Sie jetzt, Sie haben gerade für mich ein wunderbares Szenario geschildert. Das heißt, ein Künstler, der solide im Leben steht, der ein wunderbares Werk hat, der auch sonst Vermögensgegenstände hat und ein volles Depot. Wenn jetzt die Witwe im Inventar, was das Nachlassgericht hier bittet auszufüllen,
nichts angibt, ist man sehr, sehr schnell in der Steuerhinterziehung drin. Und da können Sie meinen Ulmer Landsmann Hoeneß fragen, was passieren kann, wenn Sie Steuern hinterziehen. Spaß beiseite, das ist überhaupt kein Spaß mehr, weil mittlerweile ist es so, dass mit Selbstanzeigen auch nichts mehr läuft. Ne? Also Sie haben ja gerade einen für mich erfreulichen Nachlass, die ich auch gerne auch derzeit vertrete, mitunter geschildert. Mit Selbstanzeige kommen Sie auch nur bis 25.000 Euro. Deswegen also bitte so Kreativabteilung wird schon gut gehen, geht dann nicht gut, wenn der Künstler aus der Selbsteinschätzung weiß, dass er da draußen schon durchaus aufgeschlagen ist, sage ich mal ganz etwas brüsk und Erfolg hatte. Also wenn die Ehefrau das gerne selber machen möchte und auch sich das zutraut und sagt, ja, ich mache die Verwaltung und ich ziehe keinen hinzu, dann ist meine Empfehlung ganz klar, jawohl, bitte mach es. Sie fragen nach den Formen von Stiftungen. Es ist so, je nach Größe des Kapitalgrundstocks kann man entweder eine treuhänderische Stiftung errichten. Das heißt, sie wird dann durch einen Treuhänder verwaltet, nicht durch die Ehefrau, sondern durch einen weiteren Treuhänder. Oder eben im Weiteren die Möglichkeit der klassischen Stiftung, wo aber gleich ein Riesenapparat dahinter hängt mit Jahresabschluss und allem Tamtam. Das wäre eine Stiftung, die mir vorschweben würde für die Stiftung Kunsterbe Bayern. Das wäre eine richtig gestandene Stiftung. Für mich ist der Idealfall eines Werksverzeichnisses, was man in der Kunstgeschichte leider so gut wie nie erleben, der, dass der Künstler selbst mit dem Werksverzeichnis beginnt und sich die Person aussucht, die dann mit ihm gemeinsam, aber auch nach seinem Ableben das Werksverzeichnis fertigstellt. Weil wir alle wissen hier im Raum, ein Werkverzeichnis ist nur dann ein Werkverzeichnis, wenn auch wirklich alle Werke des Künstlers darin enthalten sind. Die Entscheidung, sich eines künstlerischen Nachlasses anzunehmen, war für mich ein Prozess und kein Automatismus. Fragen nach Pflicht und Verantwortung haben mich genauso beschäftigt wie Fragen nach Stellvertreterschaft der Kunst für den Künstler oder Gedanken wie, das bin ich ihm schuldig, als seine Frau, als Liebende, als Künstlerin. Aber keines dieser Themen gab den Anstoß letztendlich, sondern die Entscheidung war ganz klar eine Positionierung für das Werk. Der Versuch, sich einen Überblick über den Nachlass zu verschaffen und Ordnung herzustellen, gebar also vor allen Dingen lauter neue Fragen, die mich beschäftigten und andauernd beunruhigten. Mit dem Tod des Künstlers ist das Werk ja abgeschlossen. Es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Ganzen geworden, ob man will oder nicht. Und damit erschien die Frage, was ist das Ganze? Wo ist der Anfang und aus welchen Einzelteilen besteht es? Ein Werkverzeichnis anzulegen besteht in der Hauptsache darin, sich ständig aufs Neue mit den Anteilen zu beschäftigen, die man nicht kennt und mit jedem Schritt zu erfahren, dass man noch mehr nicht kennt. Es bedeutet, Kontakt herzustellen mit hunderten Personen, die jemals das Werk eines Künstlers begleitet oder berührt haben. Mit Mitstudenten, Professoren, Galeristen, Sammlern, Museen, Institutionen, Freunden, auch früheren und Familienmitgliedern. Es bedeutet, viele Besitzer von Briefen, Dokumenten und Fotografien in die Archive, in Keller oder auf den Speicher zu schicken. Besitzer von Kunstwerken aufzufordern, diese zu vermessen, Material- und Entstehungsjahr zu bestimmen, die Signatur, sofern vorhanden, zu übermitteln, buchstabengetreu, bitte, Ort, Zeitpunkt und Preis des Erwerbs bekannt zu geben. Man benötigt Akribie, Forschergeist und sehr viel Geduld. Inzwischen hatte ich, wie schon erwähnt, die Arbeit mit einem Kunsthistoriker begonnen, um das Unterfangen von der Amateurschiene auf ein professionelleres Gleis zu heben. Ich meine, ich bin nicht ganz so amateurhaft, aber bei dem Werkverzeichnis, also allein die formalen Ansprüche, die man an den wirklich, also was ist wirklich eine gesicherte Information, wie ist der Fluss, wie ist es angelegt, ist es alles sozusagen immer die gleiche Reihenfolge und so, und da war der echt streng, also puh. Aber das hätte ich ja natürlich so auch nicht gekonnt. Ich habe die Finanzierung sichern können durch die Förderung zweier Stiftungen. Das war die Hypokulturstiftung, die einen Ankauf für die Pinakothek der Moderne unterstützt hat, und Beck Verlag hat eine Stiftung, die Buchprojekte fördert. Und indem ich auch ganz offensiv Werke aus dem Nachlass zum Verkauf angeboten habe, mit dem Hinweis, dass nicht ich jetzt nach Jamaika will, was heute wieder eine ganz andere Konnotation hat, sondern dass das eben in das Buchprojekt fließen soll.
Mit diesem Anspruch, die Werke und die Ausstellungen zu betreuen und dabei selbst weiterhin als Künstlerin tätig zu sein, wurde unvereinbar. Das Nebeneinander hätte für einen Teil auf immer irgendwie nebenher bedeutet. So komme ich zur Übergabe des Nachlasses und ich war jetzt ganz überrascht. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt keinen Grund, mich weiter kundig zu machen, was es für Möglichkeiten gibt, denn ich bin als erstes auf die Stiftung Kunstfonds Archiv für Künstlernachlässe gestoßen und das war für mich ein Segen. Denn die Übernahme eines künstlerischen Nachlasses durch eine institutionelle Stiftung des Bundes, die sich der Archivierung, Pflege, Beforschung und Ausstellung der Kunstwerke widmet, ist sowohl für das Werk als auch für mich als Nachlassnehmerin wirklich das Ideal. Abgesehen von einem festzulegenden Kernkonvolut können auch Arbeiten verkauft werden und ich werde über alle Aktivitäten informiert und sehr freundlich einbezogen. Die Hürden, den Nachlass dort unterzubringen, sind hoch, weil der Bedarf der Gesellschaft an solch einer Institution so groß ist. Es gibt, wissen wir ja, viele Künstler sterben und viele Erben können oder wollen sich des Nachlasses nicht annehmen oder wissen gar nicht, was anfangen mit der Kunst. Meine Bewerbung darum, den Nachlass von Andreas von Weizsäcker zustiften zu dürfen, war erfolgreich. Positive Kriterien waren sicherlich, dass der Andreas einerseits eine recht singuläre Stellung als Papierbildhauer hat und dass der Nachlass eben weitgehend aufgearbeitet war und, was zum Teil auch der Aufarbeitung geschuldet war, relativ übersichtlich. Also es war eben schon aussortiert und es gibt viele Arbeiten, die in Privatbesitz sind. Sehr viele Menschen haben mir geholfen. Das Werk von Andreas hat auch nach seinem Tod große Wertschätzung erfahren und wird es weiterhin durch das Buch und durch die Aufnahme in das Archiv für Künstlernachlässe. Mich macht es zufrieden und stolz, alles mir Mögliche getan zu haben. Und mit diesem Gefühl bin ich gut zurückgekehrt zu meiner eigenen Kunst. Man kann sich Kriterien überlegen, was ist mir wichtig, was ist wirklich gut, was ist, wenn es schon nicht gut und wichtig ist, was ist vielleicht beispielhaft oder zeigt eine Entwicklung an oder wie auch immer. Das muss man alles schön aufheben, aber man muss nicht alles aufheben. Also ich glaube, also stapelweise habe ich auch Dinge weggeschmissen. Es muss ja nicht von jemandem alles übrig bleiben. Es gibt da Ausnahmen und ich halte da zum Beispiel den Max Bresele dafür. Das ist einfach ein Oeuvre, das verlangt dieses Ausufern, dieses Exaggeraten, das verlangt das Oeuvre. Aber da kann sich ja jeder selber kritisch überprüfen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Ich brauche es zum Beispiel nicht.